Welche Waschmaschine ist aktuell die beste? Genau dieser Frage sind wir nachgegangen und deshalb stelle ich dir jetzt drei Top-Modelle von drei verschiedenen Herstellern vor. Wir haben die wichtigsten Werte objektiv verglichen, damit du die beste Kaufentscheidung treffen kannst. Die drei Waschmaschinen befinden sich in verschiedenen Preisklassen. Es sollte also für jeden was dabei sein. Bevor es losgeht, noch ein wichtiger Hinweis. Alle drei Modelle findest du über den jeweiligen Link in der Videobeschreibung. Über die Links kommst du zu Otto. Dort siehst du dann den tagesaktuellen Preis und du kannst deinen Favoriten auch direkt bestellen. Am Ende vom Video zeigen wir dir noch eine Vergleichstabelle mit den wichtigsten Kennwerten im Überblick. Bleib also unbedingt bis zum Schluss dran. Bosch WGG 144 0V0. Die Bosch Waschmaschine arbeitet ziemlich sparsam und landet deswegen in der Energieeffizienzklasse A. Das ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern spart ja auch Geld bei den Stromkosten. Mit einem Fassungsvermögen von 9 Kilogramm ist sie auch für größere Familien geeignet. In der Praxis soll man aber Waschmaschinen nie bis zum Maximalwert vollstopfen, weil sonst die Waschleistung darunter leiden kann. Trotzdem ist die Waschtrommel bei der Bosch-Maschine wirklich geräumig und du kannst auch größere Wäschemengen auf einmal waschen. Eine wichtige Funktion ist die AquaStop-Technologie. Dieser Schutzmechanismus verhindert Wasserschäden, was natürlich beruhigend ist, falls doch mal etwas schief geht. Außerdem gibt es eine Mengenautomatik. Dabei wird die Wassermenge automatisch an die Beladung angepasst. Das bedeutet, dass immer nur so viel Wasser verbraucht wird, wie tatsächlich benötigt wird. Und auch die Schaumerkennung ist ziemlich praktisch. Wenn du aus Versehen zu viel Waschmittel reingegeben hast, erkennt die Maschine das und legt einen extra Spülgang ein. Dadurch bleiben keine Rückstände in deiner Kleidung. Was die Größe angeht, hat sie die Standardmaße von 85 x 60 cm in der Höhe und Breite. Die einzige Dimension, die bei jedem Modell ein wenig anders ist, ist die Tiefe bzw. die Dicke vom Gerät. Und auch hier ist die Bosch-Maschine im Durchschnitt. Ein weiterer Vorteil ist die Lautstärke im Betrieb, denn der Motor arbeitet ziemlich leise. Und auch die Programmauswahl lässt sich sehen. Mit der Speed Perfect Funktion kannst du die Wäsche dreimal so schnell waschen wie üblich, ohne dass die Waschqualität darunter leidet. Wenn du es mal eilig hast, ist dieses Programm also ziemlich praktisch. Eine weitere interessante Funktion ist das Spezialprogramm für dunkle Kleidung. Dieses Programm sorgt dafür, dass dunkle Farben nicht ausbleichen und ihre Leuchtkraft behalten. Du musst dir also keine Sorgen machen, dass dein schwarzes Hemd nach ein paar Waschgängen grau aussieht. Zu guter Letzt gibt es noch ein Trommelreinigungsprogramm, das die Trommel sauber und hygienisch hält. Die Waschmaschine erinnert dich sogar daran, die Trommel zu reinigen, wenn es Zeit dafür ist. Wenn du also eine sparsame Waschmaschine mit großem Trommelvolumen suchst, dann empfehle ich dieses Modell von Bosch. Das richtige Modell findest du über den ersten Link in der Beschreibung unter dem Video. Samsung WW80T654ALX. Die erste Besonderheit ist hier die Optik. Die schwarze Lackierung steht dem Gerät ziemlich gut. Aber auch was die Leistung angeht, hat das Gerät einiges zu bieten. Praktisch ist zum Beispiel die Nachlegefunktion. Wenn du was vergessen hast, kannst du die Maschine einfach anhalten und über die Klappe in der Tür noch was reinwerfen. Du kannst die Waschmaschine sogar von unterwegs über eine App steuern und überwachen, was ein nettes Extra ist. Mit der Energieeffizienzklasse B ist sie zwar nicht ganz so sparsam wie einige andere Modelle, aber trotzdem noch recht effizient. Die Trommel ist mit 8 kg Kapazität etwas kleiner als beim Bosch-Gerät, aber immer noch groß genug für kleinere Familien. Auch das Gerät an sich ist etwas kleiner, was die Tiefe angeht. Ein weiterer Vorteil ist die geringe Lautstärke im Betrieb. Die Samsung Waschmaschine arbeitet ziemlich leise, aber die anderen beiden Modelle aus dem Vergleich sind sogar noch ein Stück leiser. Die Programmauswahl ist dafür wirklich groß, mit 7 Standardprogrammen und 15 Zusatzprogrammen. Es gibt zum Beispiel ein spezielles Programm für Babybekleidung, bei der die Wäsche besonders schonend gewaschen wird. Ehrlicherweise muss man aber sagen, dass man die meisten Zusatzprogramme wahrscheinlich nie benutzen wird, weil auch die Standardprogramme ihren Zweck erfüllen. Wirklich praktisch ist dafür wieder die Mengenautomatik. Die Wassermenge wird also automatisch angepasst, damit der Wasserverbrauch möglichst gering ist. Eine Startzeitvorwahl gibt es natürlich auch. Du kannst also genau einstellen, wann die Waschmaschine mit dem Waschen beginnen soll.
und eine Restlaufanzeige zeigt dir an, wie lange der Waschgang noch dauert, sodass du immer den Überblick behältst. Ein Schnellprogramm hat das Gerät ebenfalls. Mit dem Super Speed Programm kannst du 5 kg Wäsche in nur einer Stunde waschen. Bei den Kunden kommt die Waschmaschine übrigens sehr gut an. Von den drei Modellen aus dem Vergleich hat die Samsung-Maschine die besten Kundenbewertungen. Wenn du also eine schicke und moderne Waschmaschine mit einigen praktischen Funktionen suchst, dann empfehle ich dieses Modell von Samsung. Den aktuellen Preis findest du über den zweiten Link in der Videobeschreibung. Miele WSD 123 WCS 8KG. Miele ist nicht gerade für günstige Preise bekannt, aber dieses Modell bekommt ihr sogar für unter 1000 Euro. Genau wie die Samsung Waschmaschine hat sie eine Nennkapazität von 8 kg und ist somit für kleinere oder mittelgroße Familien geeignet. Mit der Energieeffizienzklasse A verbraucht sie sehr wenig Strom, zumindest die Betriebskosten werden also niedrig sein. Das größte Kaufargument ist aber, dass die Miele Waschmaschine extrem leise läuft. Mit 70 Dezibel gehört sie zu den leisesten Waschmaschinen am Markt, die man in dieser Preisklasse bekommt. Übrigens, wenn du die Dezibelwerte von Waschmaschinen vergleichst, denk daran, dass die Dezibelskala exponentiell und nicht linear ansteigt. Das bedeutet, dass ein Unterschied von nur wenigen Dezibel schon deutlich hörbar ist. Was die Programmauswahl angeht, hat sie zwar nur 3 Standardprogramme, aber immerhin 7 Zusatzprogramme. Es gibt zum Beispiel ein Spezialprogramm für synthetische Stoffe, wobei diese dann besonders schonend gewaschen und in Form gehalten werden. Auch für Wolle gibt es ein spezielles Programm, damit die Klamotten nicht einlaufen oder verfilzen. Für Businesskleidung wie Hemden gibt es ein Programm, das Falten reduziert und das Bügeln erleichtert. Und auch ein Imprägnierprogramm ist dabei, welches die wasserabweisende Funktion von deiner Outdoor-Kleidung optimiert. Neben den Programmen ist auch das Cap-Dosing-System interessant. Dabei kannst du spezielle Kapseln für verschiedene Arten von Wäsche, also zum Beispiel Wolle oder Sportkleidung, verwenden. Die Kapseln dosieren dann das Waschmittel automatisch, was die Arbeit einfacher macht. Ansonsten gibt es wieder eine Mengenautomatik, eine Nachlegefunktion und ein Sicherheitssystem gegen Wasserschäden. Und dank der Schontrommel wird deine Kleidung besonders schonend geschleudert. Aber auch die anderen beiden Modelle aus dem Vergleich haben so eine Schontrommel. Die Miele Waschmaschine gehört übrigens zu den größeren Geräten. Sie ist ungefähr 10 cm dicker als das Modell von Samsung. Wenn du also eine sparsame und besonders leise Waschmaschine von einem Premium-Hersteller willst, dann empfehle ich dieses Modell von Miele. Hier siehst du nochmal die wichtigsten Eigenschaften im Vergleich. Die Stärken und Schwächen haben wir dir in grün und rot markiert. Alle weiteren Infos zu den Geräten findest du dann über die Links in der Videobeschreibung. Dort kommst du wie gesagt zu Otto, wo du deinen Favoriten dann auch direkt bestellen und bequem zu dir nach Hause liefern lassen kannst. Hier noch ein letzter Tipp: Wenn du vor dem Kauf dieses Kästchen hier anklickst, kannst du sogar deine alte Waschmaschine kostenlos mitnehmen und entsorgen lassen. Und das war's auch schon mit dem Vergleich. Hoffentlich konnten wir dir bei deiner Kaufentscheidung helfen. Falls ja, lass uns doch gerne einen Daumen nach oben da. Vielen Dank und natürlich viel Spaß mit deiner neuen Waschmaschine.